Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Es war einmal, lange ist es her und keiner weiß, wann es eigentlich geschah, ein Junge, der hieß Hans und wohnte mit seinen Eltern in einer Sägemühle hinter dem großen Wald. Eines Tages, Hans half wie immer seinem Vater bei der Arbeit in der Mühle. Den großen Kloben da. Und dann die Kiefer. Um die Kiefer ist es schade. Wieso? Das wäre ein Mastbaum für ein Segelschiff. So schlank und gerade. Bei uns im Wald ein Segelschiff. Sehr praktisch. Sicher. Vater, ich will weg. Sofort? Gleich gibt es Abendbrot. Warum nimmst du mich nicht ernst? Das Brett ist krumm. Das Brett ist nicht krumm, ich habe es zurechtgesägt. Eben. Siehst du, wie es krumm ist? Höchstens ein Spürchen. Also, deshalb bleibst du noch. Ich bin mit meiner Lehre fertig. Gerade erst. Ich bin erwachsen. 16. Nächste Woche. Ich habe meine Glückshaut. Mir passiert nichts. Die Glückshaut, wenn sie wirkt, wirkt überall. Zu Hause auch. Und ich soll die Prinzessin kriegen. Jetzt sagst du nichts mehr, denn ich habe recht. Ich gehe weg. Die Bretter dort schneidest du noch zu vorher. Was? Ich mache keine Witze, Vater. Ich weiß, mein Junge. Ich weiß auch, dass du eines Tages gehst. Ich bin auch gegangen, als ich jung war. Bis dahin. Je mehr du was verstehst von deiner Arbeit, desto besser. Und wenn du die Prinzessin kriegen sollst, dann kriegst du sie. Ich muss sie suchen, wie sich das gehört. Sie und Abenteuer. Kommt zum Essen, meine Männer. Was gibt's denn? Eisbein. Wir haben auch Besuch. Ein feiner Herr hat sich verlaufen bei der Jagd im Wald, sagt er. Und ob er bleiben kann bis morgen früh? Natürlich. Er kommt von weit her? Er muss mir unbedingt erzählen. Kämm dich und sei hübsch höflich. Aber Hans hörte schon gar nicht mehr. Er wollte nichts weiter als schnell den Fremden sehen, mit ihm sprechen, ihn ausfragen. Er rannte ins Haus. Sie müssen mir erzählen. Guten Tag, ich bin der Sohn hier. Sie müssen mir erzählen, wie es in den großen Städten ist. Herzlich willkommen. Du also bist der Sohn. Ich freue mich ja so, dass Sie gekommen sind. Immer dieselben Leute, kaum ein Fremder, langweilig. Ich will doch wissen unbedingt, was los ist in der Welt. Ich möchte reisen, was erleben. Immer dieselben Leute, sagst du? Uninteressant. Ich finde nicht. Man hat mir als eine Novität erzählt. Wie? Als eine Neuigkeit, mein lieber Junge. Es soll hier in der Gegend einen Burschen geben, der, wie soll man sagen, herausragt durch ein besonderes Geschick. Ja, bitte? Man sagt, ein Orakel wurde ihm verkündigt. Ein was? Ihm wurde geweissagt, vorhergesagt, dass wenn er erwachsen ist, er dann eines Tages heiraten soll, und zwar... Und zwar die Prinzessin. Du kennst ihn. Sie dürfen raten. Dreimal. Das bin ich. Ach was. Nein, wirklich? Mir wurde dieses wie heißt das? Orakel. Geweissagt, dass ich mal die Prinzessin kriege. Gut, was? Du glaubst daran? Natürlich. Alle glauben das. Das möchte sein.
Sie werden sehen, ich krieg sie. Ich will sie nicht umsonst. Ich will was dafür tun, natürlich. So gut ich kann. Wir nehmen dich in unseren Dienst. Du gehst mit in die Stadt. Wer? Wir? Ich. Sie? Mich? Ist das wahr? Mutter! Junge, stör den Herrn nicht. Mutter, ich geh weg. Was? Er nimmt mich mit. Der Herr da? Ja. Vater! Verehrter Herr, er ist ein Kind. Fast 16. Vater! Vater, er will weg mit dem Herrn. Kommt nicht in Frage. Sie wollen also nicht, dass etwas wird aus Ihrem Sohn? Er wird was. Hier, in unserer Mühle. Jeden Tag Wald, Bach und Mühle. Ein Leben lang. Und das ist alles? Nein. Du hältst den Mund. Die jungen Leute müssen sich beweisen. Draußen in der Welt. Man muss da tolerant sein, lieber Freund. Wie? Einsichtig. Verständnisvoll. Ich halte nicht den Mund, Vater. Entschuldige. Das kommt nie wieder. Ich gehe in die Stadt und die Prinzessin sieht mich, verliebt sich gleich in mich und dann... Schweig! Sie glauben nicht daran? Er soll nicht dauernd davon reden. Ich gehe doch. Mein lieber Mann, es drückt mir ja das Herz ab. Er ist ein Kind noch fast. Aber seit ich, Herr, dieses Kind gebar und seine Glückshaut sah und dann erfuhr, was ihm bevorsteht, seitdem erwarte ich diesen Augenblick. Frau! Lass mich reden, Mann! Ich denke die ganze Zeit, jemand wird kommen und ihn sehen und begreifen, was in ihm steckt. Und dass diese Prinzessin aber froh sein kann, wenn sie so einen kriegt. Und jetzt sind sie gekommen. Man darf dem Kind das nicht verwehren, Mann. Wir wollen tapfer sein. Heul doch nicht, Mama. Nun. Hier. Mein Werkzeug. Wozu? Das nimmst du mit. Darauf bestehe ich. Wenigstens. Du kannst es brauchen. Sicher. Ich danke dir, Vater. Und jetzt geh los. Wohin? Nicht heute Abend noch. Nein. Zu meiner Frau. Du bringst dir diesen Brief. Ich bin aufgehalten worden. Ich werde morgen noch ein wenig jagen. Sie sorgt sich sonst. In die Stadt? Durch den Wald? Bei Nacht? Es gibt dort Räuber. Und er kennt den Weg nicht. Entweder oder, liebe Frau. Ich bin erwachsen. Wirklich. Und Hans ging los. Den Brief des sonderbaren Gastes in der Tasche und Begeisterung im Herzen. Ohne weiter über das nachzudenken, was er zu Hause zurückgelassen hatte, munter und mit großen Schritten auf die Stadt zu. Stundenlang. Durch den Wald, in den er noch nie so weit eingedrungen war. Er ging. Und es wurde dämmerig. Und es wurde Nacht. Und unheimlich rauschte der Wind in den Zweigen der großen Bäume. Und Nachtvögel schrien. Und irgendwo brach ein großes Tier laut durchs Gebüsch. Und der Weg sah auch anders aus als am Tag. Und war es überhaupt noch der Weg? Der richtige? Und dann rollte entfernt der Donner und kam schnell näher und Blitze zuckten und es begann zu regnen, so sehr, dass Hans nicht mehr wusste, ob er noch lief oder schon schwamm. Mutter, ich hab mich verlaufen. Vater, ich finde mich nicht mehr raus. Ich fürchte mich. Ich will nach Hause. Hilfe! 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 Plötzlich war da ein Licht zu sehen. Ein Haus. Hans lief darauf zu, so schnell er konnte. Wo Licht ist, ist auch Feuer, Wärme, was zu essen. Hey! Leute, hallo!
macht doch auf! Ich bitte euch! Ich hab mich verlaufen! Macht das Licht nicht aus! Nein! Ich hab's doch schon gesehen! Verschwinde! Bitte machen Sie nicht wieder zu! Es ist so schrecklich nass hier draußen. Ich kenne dich nicht. Ich lasse keinen Fremden rein. Ich bin der Hans. Hans von der Mühle. Erst 15. Ich tue...